Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren FreeCAD-Tutorial. Hier möchte ich wiederum eine parametrische Konstruktion vorführen, und zwar eine Konstruktion eines Modellbau-Servohebels, komplett parametrisch. Lasst euch davon überraschen, wie einfach und wie cool das geht. Und dann möchte ich auch noch mal kurz dann finite Elemente Simulation mit diesem Hebel machen. So, machen wir kurz mal eine neue Datei im Part Design Modus, ist genau richtig. Und wir legen zunächst mal los. Bevor ich das mache, gehen wir aber kurz noch mal in den Spreadsheet Modus, machen ein neues Arbeitsblatt. Und da trage ich jetzt schon mal ein. Es ist bei solchen Konstruktionen immer wertvoll, wenn man sich vorher schon Gedanken macht, was man überhaupt benötigt. Also ich brauche zunächst mal zwei Radien. Die sind notwendig für, die nenne ich aber anders, und zwar einmal für den Hebel RH1 und RH2. So, dann, das sind die Radien, das werdet ihr gleich sehen bei der Konstruktion. Dann haben wir die Länge des Hebels, dann haben wir die Dicke des Hebels, und zwar, da haben wir Nummer 1 und wir haben die Dicke DH2. Die brauche ich eigentlich gar nicht aufführen. Das zeige ich euch gleich, was ich da mache. So, dann haben wir den Die Bohrung in dem Hebel für für die Schraube, mit der der auf dem Servo befestigt wird. So, das sind die Sachen, die den Hebel betreffen. Und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die weitere Bohrungen betreffen. Da haben wir Radius der Bohrung, dann haben wir den Abstand der ersten Bohrung, den Abstand der letzten Bohrung zur ersten Bohrung und wir haben die Bohrungsanzahl. Und dann geht es weiter. Dann haben wir Sachen, die den Anschluss betreffen, der auf Servo gesteckt wird. Da haben wir einmal den Radius des Anschlusses, die Höhe des Anschlusses und die dann den mache ich aber ganz zum Schluss, weil da will ich ein bisschen mit rechnen. Das lassen wir erstmal frei. Dann kommen jetzt hier die Werte für die Verzahnung. Das mit der größte Block. Da haben wir einmal einen Radius Z1, einen Radius Zahn 2. Dann haben wir eine Breite. Eine Tiefe und die Anzahl. So, und dann haben wir hier zwei. Einmal hier haben wir hier diesen Radius hier. Das ist fast der gleiche wie dieser Radius hier. Den möchte ich aber neu berechnen. Und den nennen wir jetzt einfach mal, wie hatte ich den hier genannt? Ranz 2. So kann man ruhig auch nennen. Okay, jetzt schreiben wir hier Werte rein. Also 5, 4, 25. Das sind 2. Und das wird gleich B4 plus 1. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache es lieber so. So, dann haben wir hier RH3, das sind 2. Dann geht es weiter. RB1, 1, 6 mm, 18
mm 4 Bohrungen. Der Anschluss ist 4 mm hoch, der 4 mm im Radius, 4 mm hoch. So, dann haben wir hier bei der Verzahnung 2,4, 3,5. So, hier rechnen wir erstmal aus. B14 minus B13. Und ich möchte, und das zeige ich euch, da machen wir erstmal hier jetzt die 1.1 da rein. Die stimmt zwar nicht, wir müssen das gleich dann, dann zeige ich erst, was ich da machen möchte. Tiefe ist 3.8, Zähneanzahl zunächst mal 15 und dieser, der wird jetzt erstmal 2,5. So, jetzt haben wir noch gar nichts gezeichnet, erstmal nur diese Werte. Da machen wir jetzt erstmal wieder Alias heraus. Alias RH1. Alias RH2. Alias LH1. Alias DH1. Und das machen wir alias DH2, alias RH3. Alias RB1. Alias LB1. Alias LB2, Alias Banz, Alias Ranz, Alias Hans. So, machen wir hier weiter. Alias RZ1, Alias RZ2, Alias, was haben wir, BZ, breite Zahn heißt das in dem Fall, und dann haben wir Alias TZ. Und Zanz Eigenschaften alias Zanz. Und dann machen wir den auch noch Ranz 2. So, die haben wir soweit definiert. Wir können erstmal hier loslegen. Wir machen, gehen jetzt natürlich erstmal wieder in den passenden Modus, das heißt den Part Design Modus. Den auch hier in die Zeichnung rein. Dann sind wir schon drin. Ich möchte eine neue Zeichnung generieren auf der XY-Ebene. Okay. Und da zeichne ich jetzt erst einmal. Und zwar, das ist wichtig, ich wechsle hier in den Modus, wo ich keine, wo ich Hilfskonstruktionen zeichne. Und ich zeichne mir erstmal hier einen Kreis. Genau um den Mittelpunkt der Zeichnung, um den Nullpunkt. Und dieser Kreis, der kriegt einen Radius, und zwar Spreadsheet.rh1. So, haben wir mal wieder die Tastenbefehle oben eingeblendet, dass ihr das besser seht. So, wir können das hier ein bisschen rausziehen. Das ist der erste konstruierte Radius. Jetzt zeichnen wir einen zweiten. Den zeichne ich hier. Der liegt auf dieser Strecke, auf dieser Geraden, und der kriegt auch einen Radius, und zwar Spreadsheet RH2.
So, dann haben wir das Maß zu dem Maß. Ne, das hat er jetzt nicht gemacht. Der und der, die werden bemaßt. Und zwar, das wird Spreadsheet. Das müssen wir hier mitmachen. Spreadsheet LH1. Können wir das nach oben ziehen. Warum habe ich das jetzt gemacht mit diesen blauen Kreisen? Ganz einfach. Ich wechsle jetzt wieder in den Modus, wo ich, ich sag mal, später relevante Grafiken zeichne. Ich zeichne jetzt erstmal hier zwei Strecken rein. Die sind absichtlich nicht waagerecht. Und dann nehmen wir diesen Punkt an diesen Kreis und da wählen wir die tangentiale erzwingen eine tangentiale Anbindung. Dasselbe machen wir hier. Den mit der, auch der bitte tangential. Machen wir auf dieser Seite genauso. Tangential. Und hier noch einmal tangential. So, das sind jetzt wirklich Grafiken, die auch später genutzt werden. Und jetzt erst ziehe ich die Kreisbögen hier nach, und zwar mit dieser Funktion. Ich wähle erstmal den Mittelpunkt und von diesem Punkt zu genau diesem Punkt. Wieso macht das jetzt so rum? Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Machen wir es nochmal. So, ich zeichne genau von diesem Punkt aus. Ja, jetzt hat er es richtig gemacht. Das machen wir auf der Seite hier genauso. Auch den mittleren Punkt. Der Punkt zu dem Punkt, bitte. So, jetzt habe ich schon mal den Hebel konstruiert. Und zwar so, dass er immer korrekt neu kalkuliert wird mit den Tangenten, wenn ich irgendwelche Parameter ändere. Diese Zeichnung, die kann ich jetzt schon zumachen. Ich kann, wenn ich möchte, aber auch noch hier schon eine Bohrung reinsetzen. Das mache ich jetzt ruhig. Und zwar da um diesen Mittelpunkt kommt noch eine Bohrung rein. Und zwar, das ist der RH3, ist der Radius davon. Das heißt, selektieren, selektieren und Spreadsheet. RH3. Fertig ist die Laube. Einmal schließen. So, jetzt können wir das erste 3D-Objekt daraus machen. Wir gehen also auf Block und als Dicke dafür wählen wir wieder Spreadsheet, und zwar, das war DH1. Spreadsheet. Spreadsheet.dh1. Das sind die 2 mm. Das ist die Dicke des Hebels. Und jetzt sollen hier noch weitere Bohrungen reingebracht werden. Das sind die Bohrungen mit dem Radius RB1, LB1, LB2 und so weiter in diesem Spreadsheet. Das heißt, diese Werte hier bis da. Und da fahren wir jetzt auch mit fort. Ich erzeuge hier auf diesem Teil ganz einfach oben eine neue Zeichnung. Da soll die Zeichnung bitte hin. Warum er hier jetzt eine Ebene anzeigt, das weiß er selber nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Die brauche ich nicht. Ich möchte nur hier drauf eine Zeichnung generieren. Machen wir nochmal neu. So. Darauf möchte ich eine Zeichnung generieren. Und zwar besteht die erstmal aus einer Bohrung.
Die Bohrung ist hier auf dieser Geraden, das ist korrekt. Die kriegt eine Bohrung und zwar wird das auch aus dem Spreadsheet geholt. Spreadsheet und das ist RB1. Und die kriegt einen Abstand hierzu. Dieser Abstand kommt auch aus dem Spreadsheet. Das sind Spreadsheet LB1. So, da kommt die erste Bohrung hin. Wir gehen da jetzt schon aus dieser Zeichnung raus. Erzeugen eine Tasche. So, die Tasche, die wird nicht 5 mm, sondern die wird Spreadsheet.dh2 war das, glaube ich. Ne? Genau. Das ist der Tiefenwert, den ich zwei dicker gemacht habe als die Dicke des Hebels, damit da auch immer ein Loch durchkommt und nicht auf einmal ein Loch nur bis zur Hälfte gebohrt wird, wenn man den Hebel halt dicker generiert. So, das soll das hier schon gewesen sein. Jetzt machen wir noch die weiteren Bohrungen. Das geht einfach so. Man selektiert diese Pocket, geht hier auf den Erzeugen eines linearen Musters. Dann gehen wir hier unten hin. Horizontale Skizzenachse, das ist schon korrekt. Und dann haben wir hier die Länge. Das wird Spreadsheet. Und das ist LB2. Dann sieht man, da ist die zweite Bohrung. Jetzt wird noch die Anzahl hier geändert. Die kommt auch aus dem Spreadsheet. Spreadsheet und zwar Bands. Okay, damit ist der erste Teil des Hebels schon fertig. Jetzt möchte ich hier eben den Anschluss drauf konstruieren. Dann gehen wir noch mal kurz ins Spreadsheet. Bis hier sind wir jetzt schon geraten. Jetzt kommt, geht das hier weiter, beziehungsweise mit hier Ranz und Hans und danach dann mit der Verzahnung. Okay, Ranz und Hans, beginnen wir damit mal kurz. Ich erzeuge wiederum eine Zeichnung hier drauf. Darauf eine Zeichnung. Ja, jetzt hat das auch gerafft. So, da erzeugen wir einmal wieder einen Kreis. Der kriegt den Radius wieder aus dem Spreadsheet. Und zwar Ranz. Also Radius für den Anschluss. Mann. Ranz. Okay. Okay. 4 mm. Und den lasse ich jetzt ganz einfach extrudieren. Das heißt, in dem Fall schließen einen Block. Der Block, der kriegt auch eine Höhe und zwar Spreadsheet Hans. Jetzt zeichne ich hier erstmal kurz das auf, was ich da machen möchte. Also ich habe einen Wert vorhin hier definiert. Ach, machen wir es ruhig mit dem Wert. Kann man hinterher immer noch zeigen, was ich damit Wurzel und so weiter rechne, um rechtwinklige Zähne zu erzeugen. Ich habe hier diesen Ranz 2. Und das ist ein Radius, den ich hier in der Mitte rausfräse. Das heißt, da erzeuge ich jetzt noch eine Zeichnung. Noch einen Kreis. Und der wird halt auch aus dem Spreadsheet geholt. Ranz 2.
abschließen. Und der wird da reingefräst, aber nur in der Tiefe von TZ. Das heißt, TZ, ich erzeuge eine Tasche. Und die Tiefe dieser Tasche wird Spreadsheet TZ 3.8. Okay. Und jetzt möchte ich hier eine Zeichnung draufsetzen. Das wären die Zähne. Da erzeuge ich ganz einfach mehrere Strecken. Eine Strecke dahin. Eine direkt daran da. Und eine, die die beiden bitte verbindet. So. Den schmeißen wir direkt mal raus. Die beiden mache ich symmetrisch hierzu mit dieser Funktion und definiere jetzt die Radien. Gehen wir noch mal kurz ins Spreadsheet. Da haben wir RZ1, RZ2. Das hier ist RZ1, nach da das RZ2. Fangen wir mit dem an. Der zu dem bekommt einen Abstand und zwar Spreadsheet RZ2 kommt dahin und der hier bekommt auch zu diesem einen Abstand und das ist auch wieder natürlich aus dem Spreadsheet RZ1. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Radius, das heißt, den Radius Ranz 2 zu berechnen, dass der genau hier dran läuft. Was für ein Wert ist das? Das ist dieser Radius hier von da gerechnet nach da. Das heißt, das ist die Hälfte von der Zahnbreite und zum Quadrat plus die muss ich überlegen plus die 2,4 mm zum Quadrat aus die Wurzel. Das heißt, die 2,4 mm, das ist in dem Fall RZ1 zum Quadrat plus halb BZ zum Quadrat und die Wurzel raus. Versuchen wir es einfach mal, diesen Radius umzudefinieren. So, das wird dann gleich Square Root von RZ1 mal RZ1. Plus die Hälfte von BZ durch 4. Gucken, was dabei rauskommt. Hat jetzt, warum auch immer, nicht geklappt. Kann sein, dass man die hier klein schreiben muss. Vorhin hatte ich die klein. Einfach mal gucken. Ich kann aber auch die RZ1, das kann ich schreiben als zum Beispiel B13. Und BZ ist B15.
RZ1 mal RZ1. So, jetzt hat es geklappt. Da haben wir einen neuen Radius definiert. Und jetzt in die Zeichnung wechselt und das hier auffrischen lässt. Das heißt, wir gehen auf Schließen und öffnen die Zeichnung wieder. Sollte das eigentlich neu definiert sein? RANS 2. Gehen wir kurz auf die Zeichnung hier. Die Zeichnung hier. So, den haben wir aber noch gar nicht gesetzt hier. Und zwar, das soll ja die Zahnbreite werden. Die Zahnbreite definiere ich aber noch auf eine andere Art und Weise. Und zwar, da muss ich gerade in meine Unterlagen gucken, das war nicht ganz so einfach. Das ist auch wieder ein Pythagoras. Und zwar, ich möchte das hier oben rechtwinklig haben. Das heißt, a plus Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. So, a Quadrat oder a ist Sinus 45 mal die Höhe. Stimmt das? Ne, durch die Höhe. Ist die Höhe. Die Höhe ist die Differenz der beiden. Das heißt, ich habe hier ja schon die Differenz der beiden gemacht. Und diesen Wert, das ist das Feld C14, den setze ich jetzt in einer Rechnung ein. Und die Zahnbreite rechnen wir neu aus. Das heißt, das wird SQRT von, jetzt haben wir die zweimal die, das ist ein gleichschenkeliges, rechtwinkliges Dreieck, das heißt zweimal die Differenz C14 zum Quadrat. Plus einmal wieder rein, zweimal die Differenz zum Quadrat und daraus die Wurzel, das gibt die Breite dieses, ja, passt. Das heißt, gehen wir mal wieder rein, C14 mal C14, daraus die Wurzel. Schauen, was rauskommt. Komma 5 ein bisschen. So, die Zeichnung, da macht das, frischt es nicht auf. Können das mal gerade hier schauen. Und jetzt können wir diesem endlich den Wert zuweisen. Das heißt, das gibt eine Länge von Spreadsheet BZ. Und jetzt sieht man, der geht genau auf den ausgeschnittenen Kreis. Das heißt, ich habe jetzt hier oben einen rechten Winkel, in jedem Falle, und ich habe immer diesen Radius auch definiert aufgrund dieses Radius. Tolle Sache. So, jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, aber fast. Ich kann die Zeichnung schließen und kann die jetzt da rein fräsen lassen. Das machen wir wieder über Tasche. Als Wert nicht die 5, die wir hier haben, sondern wieder Spreadsheet. Und das war jetzt TZ in dem Fall. Bis da rein. Das können wir einfach bestätigen. Das war jetzt der eine Zahn, den er da reingefräst hat.
So, die Zeichnung hier, die können wir wieder unsichtbar machen und dann den selektieren. Ein polares Muster. Gehen wir mal kurz hier runter. Dann sehen wir, die 360 hier, die waren genau richtig. Die hätten genauso stehen bleiben können. Hier wird jetzt wieder ein Wert aus dem Spreadsheet genommen. Und zwar, ich glaube, Zanz ist das. Ich gucke mal gerade nach. Spreadsheet. Zanz, genau. Und da haben wir jetzt 15 solche Fräsungen rein. Ich sage jetzt ganz einfach, okay, 15, das ist viel zu viel. Mein Servo braucht nur 10. Ändern den Wert hier ab. Einmal neu kalkulieren lassen. Schauen uns das Ganze an. Und dann sieht das Ganze auch sehr gut aus. Wir haben also jetzt hier einen solchen Servohebel mit so einer Verzahnung drin, den man einfach auf so einen Servohebel eben draufstecken kann. Gut, das war die Konstruktion eines solchen Servohebels mit perspektivischen, parametrischen Mitteln. Ich habe hier aber gerade gesehen, wir haben noch einen Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht, und zwar, jetzt muss man mal die Zeichnung raussuchen. Welche Zeichnung war das denn? Die war es nicht. Dann war es, glaube ich, die. Und da habe ich als Tiefe dieser Pocket die 3,8 genommen. Das ist aber zu wenig. Das müssen 4 sein. Das heißt, nicht TZ, sondern die Höhe, das war der Hans. Jetzt ist da auch das Loch wirklich durch. Gut, fertig das Teil. Jetzt wie versprochen noch ein bisschen finite Elemente damit. Ich wechsle jetzt erstmal wieder, den machen wir erstmal wieder unsichtbar hier. Und den da bitte wieder sichtbar. Damit wir Das sieht schon wieder besser aus. Ja, jetzt haben wir es komplett. Gut, jetzt zum finite Elementen, zu den finiten Elementen. Das heißt, ich möchte den Hebel gleich hier so nach vorne wegziehen. Wenn ich den nach vorne wegziehe, ist das hier nach hinten. Und wenn ich den nach hinten ziehe, dann werden vor allen Dingen diese Flanken hier belastet. Also machen wir die auch gleich alle, dass wir die fixieren. Wir wechseln gerade mal ins finite Element, den finite Element Part sind wir drin und habe ich noch irgendwas falsch? Nee, habe ich nicht. Da haben wir den Container, den Analyse-Container und da können wir jetzt anfangen. Er hat hier gerade ein bisschen was zu tun, da hat er mir die Calculix-Tools auch schon reingesetzt. Ich selektiere mein Polar Pattern. Muss das mal gerade auffrischen. Das Polar Pattern. Und wir setzen erstmal die Flächen, die halt fest liegen sollen. Und zwar, das sind jeweils diese hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und 10. Jetzt soll ich eigentlich alle haben. Ja, sieht gut aus. Die fügen wir hinzu. Und okay. Kann ich mir den
wieder hier oben. Dann können wir einfach Taste 2 auf dem 10er Tastenfeld. Machen wir Taste 5, dann gucken wir von oben drauf. Ja, ist nicht so toll. Okay. So, wenn ich man sieht jetzt, welche ich hier definiert habe. Das heißt, wenn die fest sind und der dagegen drehen soll, dann muss das hier nach oben weggedreht werden. Okay, soll man es auch richtig machen. Ich erzeuge kurz im Part-Modus einen Würfel, damit ich auch eine solche Kante habe, um die Richtung zu definieren. Wir gehen wieder auf das Polar-Pattern und in den finite Element-Part. So, dann fügen wir hinzu eine Kraft. So, wo soll die drauf wirken? Die soll bitte darauf wirken, und zwar aber mit der Richtung in die Richtung. So, da sieht man jetzt, da ist der fest. Wenn ich den also nach da drehe, drehe ich den da drauf. Ist eigentlich egal. Ich denke mal, ist egal. Aber machen wir es einfach so. Dann die Stärke. Das sind Newton, 9,81, also ein Kilo, ungefähr 10. So, das soll es schon gewesen sein. Den Würfel können wir unsichtbar machen. Jetzt noch etwas, was nicht ganz so einfach ist, das vernünftig hinzubekommen. Eben die Zerlegung in finite Elemente. Das heißt, wir definieren wieder das Polar-Pattern, gehen hier auf den Mesher und tragen hier was ein. Okay, da sagen wir, okay, der ist jetzt 25 mm, ein bisschen länger, 25 plus die 4 plus die 3. 30, 0,5 als Maximum und 0,1 als Minimum. Und wenden das Ganze mal kurz an. Sollte mit den Werten auch nicht allzu lange dauern. Und das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ist nicht allzu fein, das Netz. Aber für die Vorführung deshalb auch nicht allzu langsam bei der Berechnung. Okay, das möchte ich jetzt so nehmen. Ich beende das hier, den Mescher. Und dann brauchen wir nur noch einen Doppelklick auf die Calculix-Tools. Wir schreiben das Input-File. Ich habe kein Material drin, du hast ja recht. Also gehen wir hier kurz raus und fügen noch ein Material hinzu. Da nehme ich als Material ganz einfach ABS. Das entspricht dem, was mein 3D-Drucker ungefähr auch erzeugt. Ich nehme PLA, das habe ich hier leider nicht. Nehmen wir ABS. Okay. Und jetzt nochmal Calculix und Write-Input-File. Ist passiert, dann können wir Calculix laufen lassen. Man sieht hier unten, wie viele Sekunden er berechnet. Wird jetzt nicht allzu lange dauern für diese paar Elemente. So, da ist er, glaube ich, schon fast fertig. Und dann haben wir hier unser Ergebnis. Können wir doppelklicken, beziehungsweise erstmal das hier schließen, dann dort doppelklicken. Da kann man sagen, absolute Verschiebung oder von Mises Spannung. Und wir haben hier, wenn man hier weiter runter geht, können wir anzeigen lassen, wie weit er sich bewegt. Und dann kann man das jetzt hier, wie schon im letzten Tutorial, kann man das entsprechend bewegen. Man kann das Original-Pattern einfach auch deselektieren, also nicht anzeigen lassen, sagen wir es so. Und jetzt kann man hier schauen, wie sich das Teil halt bewegt. Bei dem Kilo macht das gerade mal so ein bisschen, aber wenn das mehrere Kilo wären, wird er sich halt stark verbiegen und gegebenenfalls dann auch brechen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier ein bisschen mit so einem Servohebel rumzuspielen, wie man sowas mit Parametern konstruieren kann und wie man das dann auch noch in eine finite Elemente Berechnung reinholen kann. Dann wünsche ich viel Spaß beim FreeCADen und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!
Thank you.